So, herzlich willkommen beim allerersten Video von den Kerkermeistern. Eventuell kennt ihr mich aus dem Kerkermeister-Podcast. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wenn ihr da Interesse habt, hört aber doch mal rein. Da mache ich mit dem David zusammen, da sprechen wir diverse Themen rund um D&D. Damit sprechen wir mal über Klassen und Völker und Metathemen, immer auf D&D bezogen. Aber hier, das ist ein kleines Projekt von mir persönlich und ich bin nämlich ein ganz, ganz großer Fan von Foundry. Und ich gehe mal davon aus, dass sehr viele Leute jetzt in Zeiten der aktuellen Pandemielage virtuell spielen, das heißt online, und die meisten werden wahrscheinlich Roll20 nehmen, weil die Zugangshürde zu Roll20 ist sehr klein, das ist kostenlos, das kann man im Browser spielen, da klickt man einfach drauf. Man muss ein bisschen reinfriemeln, aber dann geht das. Also das kann einfach jeder benutzen. Ich habe auch mit meinen Leuten ein Jahr haben wir Roll20 gespielt und dann kam Foundry. Und Foundry hat eigentlich alles, was mir in Roll20 immer so ein bisschen gefehlt hat, direkt auf einen Schlag schon implementiert gehabt. Und das Video richtet sich jetzt nicht unbedingt an Einsteiger, denn für Einsteiger, da hat der Carsten schon mal eine ganz tolle kleine Reihe. Ich glaube, da gibt es 3 oder 4 Videos. Die werde ich auch mal hier unten verlinken. Spiellama hat der schon mal ein paar kleine Einsteiger-Videos gemacht. Da hat er auch die grundsätzliche Konfiguration schon mal gezeigt. Also darauf werde ich jetzt hier nicht eingehen. Der hat halt gezeigt, wie man die Software auf Deutsch einstellt, wie man ein Modul installiert, wie man ein Spielsystem installiert. Das werde ich jetzt nicht im Detail machen. Das Ziel dieser Reihe, also der Plan ist, eine kleine Reihe zu machen. Es wird in entsprechenden Abständen mal kleine Clips geben. Ich muss mal gucken, wie ich das zeitlich hinkriege. Hiermit fängt es jedenfalls mal an. Und zwar werde ich nach und nach Module vorstellen. Es gibt eine unfassbare Anzahl an Modulen in Foundry und ich habe, glaube ich, vor einem Monat mal geguckt, da waren so 600 Module, die da online waren, 650, und jetzt gucke ich heute gerade nochmal zur Erstellung dieses Videos, was wir eigentlich alles an Modulen haben, und dann gucke ich mal hier auf Modul installieren, dann lädt der und das dauert ein paar Sekunden und dann sieht man hier 853 Module sind aktuell im Foundry implementiert. Da gibt es sehr, sehr, sehr viele Module. Nicht jedes ist davon einzigartig. Es gibt viele Module, die haben ein und dieselbe Funktion. Die sind nur ein bisschen anders gemacht. Wir können ja mal grob durchgehen, was es alles gibt. Es gibt einmal Premium-Content. Das ist also sehr viel, das kommt jetzt gerade hinzu. Also wenn man da so vor einem halben Jahr mal geguckt hat, da war da, glaube ich, ein Anbieter oder zwei oder sowas drin. Mittlerweile kommen immer mehr Anbieter und bieten ihre Rollenspielsysteme kostenpflichtig auf Foundry an. Das heißt, man kann auf die jeweilige Herstellerseite gehen. Zum Beispiel jetzt hier, das Schwarze Auge hat jetzt vor kurzem angefangen, auf Foundry zu veröffentlichen. Dann geht man hier auf die Seite vom F-Shop, kann dann da das entsprechende Modul kaufen und das in Foundry verwenden. Ihr seht, ich habe jetzt hier keines von diesen Premium-Produkten bisher gekauft. Das Spiel Dungeons & Dragons. Darum soll es ja auch übrigens hauptsächlich gehen, weil ich bin ja einer von den Kerkermeistern aus dem Kerkermeister-Podcast und wir machen nur Dungeons & Dragons. Und dafür braucht man bisher keine Lizenz, denn das, was in Foundry bisher implementiert ist, ist mit der kostenlosen D&D SRD, mit diesem SRD-Paket, mit dieser Open Gaming License schon alles abgedeckt. Das ist also schon mal kostenlos drin. Da gibt es also schon ganz viel, auch auf Deutsch. So, dann geht's weiter. Dann gibt es Exclusive Content, exklusiver Content. Das ist so eine Art, da gibt es viele Leute, die zum Beispiel Maps oder Musik machen, und die haben dann eine Patreon-Seite, und dann könnt ihr hier bei Exclusive Content schon mal gucken, was haben die so. Im Prinzip so eine kleine Werbemods, aber da sind immer schon, da ist schon ganz viel abzuholen. Da gibt es ganz viele Battle Maps, da kann man schon einiges holen. Hier Battle Map Pack, da ist vieles mit drin. Musik, und das kann man sich einfach mal installieren, und wenn es einem nicht gefällt, dann kann man sich Teile davon nehmen, die man braucht. Oder wenn es einem sehr gut gefällt, dann geht bitte auf die Seite und vielleicht werdet ihr dann da ja auch Unterstützer und unterstützt die Künstler finanziell. Das ist auch eine sehr schöne Möglichkeit, dass das auch hier so prominent oben ist. Dann gibt es eine Kategorie, die nennt sich
Analytics and Tracking. Ihr seht, das ist mit 11 Modulen jetzt nicht die beliebteste Kategorie. Da sind so sehr spezielle Sachen drin. Ich muss ehrlich gesagt, musste erstmal selber überlegen, was kann das eigentlich sein? Und dann sieht man hier, kann man sich zum Beispiel eine Uhr einblenden lassen. Dann gibt es die aktuell, da kann man sich einblenden lassen, wie die Frames einblenden lassen. So Sachen, über die denke ich gar nicht nach, das brauche ich eigentlich nicht. Da sind ein paar Module drin. Wir werden uns das auch irgendwann mal angucken. Dann gibt es Audio Improvements. Das sind Sachen, die sich grundsätzlich mit der Audio, ja, mit allem, was mit Audio zu tun hat, beschäftigen. Also da gibt es dann andere UI für die Playlist und etc. Wir werden das nach und nach mal alles durchgehen. Also das ist jetzt erstmal so ganz grob. Dann gibt es Automation Enhancers, also Erweiterungen, die Automatisierung mit sich bringen. Und das ist ganz toll, da gibt es auch ganz viel, da habe ich auch schon einiges installiert. Da gibt es zum Beispiel solche schönen kleinen Sachen wie den Turnmarker. Das ist eine ganz tolle Sache, wenn einer dran ist, dann erscheint da so ein kleines leuchtendes GIF unter dem entsprechenden Charakter, dass der sofort sieht, dass der dran ist. Das sind dann solche Sachen, die dann einfach gewisse Sachen automatisieren. MIDI Quality of Life Improvements, die haben alle so fantastische Namen, die dafür sorgen, dass man auch wirklich überhaupt nicht weiß, was das ist. Ja, da muss man dann erstmal auf die entsprechende GitHub-Seite gehen. Jede von diesen Mods hat eine kleine GitHub-Seite. Und da sind auch viele Automatisierungen drin, dass die Kämpfe einfach schneller vonstatten gehen. Dann haben wir eine Kategorie, nennt sich Chatlog and Messaging. Habe ich davon irgendwas installiert? Ich glaube nicht. Nee, wenn es ausgegraut ist, dann hat man es in der Regel installiert. So, ich habe davon bisher noch nichts gebraucht. Das sind Sachen, die sich halt auf den Chat auswirken. Das habe ich bisher kaum gebraucht, weil oder noch nie drüber nachgedacht, weil wir benutzen halt zusätzlich zu Foundry halt natürlich Discord. Einige benutzen auch Teamspeak und so weiter, aber die meisten Leute, die ich kenne, benutzen wirklich Discord. Und wir chatten auch in-game so gut wie gar nicht. Und tatsächlich, wenn wir uns geheime Nachrichten zuschicken wollen, benutzen wir tatsächlich auch nicht in-game Foundry, sondern wir schicken uns eine Nachricht über WhatsApp oder so. Ich glaube, das machen auch viele Leute so. Das ist für uns irgendwie leichter, das mal eben nebenbei zu machen. So, dann gibt es noch eine Funktion, die nennt sich, noch eine Kategorie, die nennt sich Combat Enhancement, also Erweiterung für die Kämpfe. Und auch hier sehen wir zum Beispiel das Grundregelwerk DSA ist hier auch irgendwie mit drin. Das heißt, wir sehen manchmal Überschneidungen. Diese Tags können nämlich die Modulersteller selber festlegen. Und manchmal überschneiden sich auch die Dinge. Wir werden auch hier das MIDI Quality of Life Improvements nochmal finden, weil das im Prinzip auch Automatisierung sowohl für den Kampf als auch allgemein für Foundry bringen. Da sind sehr viele Dinge, die sich überschneiden. Dann Content Packs. Das ist auch, da habe ich auch einige Sachen. Da sind auch eben diese Sachen, die drin, die Premium sind. Aber auch viele ja, Module, die einfach nochmal Musik reinbringen. Das sind diese Sachen, die wir auch bei Exclusive Content sehen. Wo einfach nochmal Pakete mit Musik und Maps und Assets und so weiter. Also einfach Content. Ja. Dann Dice Rolling, auch eine sehr schöne Sache, benutze ich vieles raus. Da kann man sich die Würfel editieren. Da gibt es verschiedene Sachen, da gibt es verschiedene Varianten, wie die Würfel angezeigt werden sollen. Neue Funktionen, wo man den Würfel weiter mit editieren kann. Gucken wir uns auch irgendwann alles nochmal an. Also alles können wir uns nicht angucken, das ist ein bisschen viel, aber wenn ihr auch Tipps habt oder Fragen habt, das könnt ihr auch gerne mal hier drunter schreiben. Hey, guckt ihr doch mal dieses Modul bitte mal an, das würde mich mal interessieren. Das können wir dann mal machen. Content Importers. Das ist ganz interessant. Da kann man halt, hier sind alle Sachen drin, die dafür da sind, Sachen von außerhalb in Foundry zu importieren. Also sollten jedenfalls hier drin sein. Zum Beispiel ist hier der D&D Beyond Importer drin. Das ist wahrscheinlich für die meisten interessant, die wirklich aktiv mit D&D Beyond arbeiten. Das installiert man und dann kann man seine D&D Beyond-Inhalte in Foundry importieren. Das werde ich euch wahrscheinlich nie zeigen können, denn ich benutze kein D&D Beyond, das habe ich bisher nie gebraucht. Aber ich vermute mal, das wird ganz gut funktionieren. Dann gibt es noch andere Sachen, PDFs kann man sich importieren und so weiter und so fort. External Integrations, da muss ich sagen, das kann ich nicht so ganz einschätzen, was das alles ist, was diese Kategorie bedeutet, muss ich mir nochmal im Detail angucken. Dann gibt es Journals and Notes, das sind alles Sachen, die das Notizbuch modifizieren.
Da gibt es halt Notizbücher bezogen auf einzelne Spielsysteme, die dann mit noch entsprechend angepasst werden. Denn man kann im Spiel, hat man halt auch eine Notizbuchfunktion, man kann Notizbücher erstellen, die für jeweilige Spieler freigeben. Und da gibt es halt natürlich noch einige Module, die das alles nochmal verschönern, verbessern, anpassen. So, dann haben wir Overhauls und and/or Feature Sites. Ja, eine tolle Bezeichnung für die Kategorie, die im Prinzip die Optik ändert. Das heißt, dass da werdet ihr fast alle UIs finden. Es gibt nämlich viele, die die Standardoberfläche von Foundry nicht so hübsch finden oder die einfach gerne eine andere hätten. Und da gibt es einige Sachen. Da gibt es ein dunkles UI und es gibt verschiedene UIs jedenfalls. So, und ich habe selber das Fantasy UI drin. Das gefällt mir nämlich am besten. Da sind aber auch noch andere Sachen dabei. Das gucken wir uns dann irgendwann nochmal im Detail an. Patches or Bugfixes habe ich bisher noch nichts von gebraucht. Habe bisher noch keine Bugs irgendwie gehabt. Wahrscheinlich auch da noch etwas, was man sich mal im Detail angucken muss. Was denn da, ob da irgendwelche nützlichen Dinge dabei sind. Dann Cheats, genau. Auch für die verschiedenen Spielsysteme unfassbar viele Cheats. Für D&D ein Dark Mode und Wettereffekte. Ich weiß jetzt nicht, warum Wettereffekte in der Cheat-Kategorie drin sind. Ihr seht, da scheinen einige es mit dem Tags ein bisschen zu übertreiben. Dann haben wir Tools and Controls. Das sind auch irgendwie 263 Sachen drin und da sind sehr, sehr viele Sachen dabei, die einfach auch in den anderen Kategorien mit drin sind. Also Soundboard zum Beispiel werdet ihr garantiert auch bei Audio finden. Also das ist auch, das schwimmt alles so ein bisschen durcheinander. Ja? Translation and also und Lokalisierung. Ja? Was soll ich dieses komplizierte Wort auf Englisch aussprechen? Ich kann es ja auch auf Deutsch sagen. Also Lokalisierungssachen. Ihr seht, hier gibt es verschiedene Sprachen zur Auswahl. Mir reicht Deutsch. Das habe ich auch installiert. Das German Core. Das übersetzt schon mal die Foundry-Oberfläche an sich auf Deutsch. Und dann haben wir aber auch hier noch die Übersetzung für Dungeons and Dragons zum Beispiel drin. Da ist das D&D-Paket auch auf Deutsch drin. Das muss man sich dann auch noch installieren, wenn man dann die D&D-Oberfläche auf Deutsch haben möchte. So, Visual Effects, das ist auch ganz toll. Da kann man die Lichteffekte verbessern. Da gibt es Animationen, da haben sie auch die UIs mit drin. Und andere Schriftarten. Also alles, was das Spiel optisch verschönert, verbessert oder einfach verändert. Ja, guckt da einfach mal durch. Wenn ihr Foundry noch nicht habt, ist das auch gar kein Problem. Ihr könnt auch einfach mal auf die Homepage von Foundry gehen. Da kann man sich nämlich die Module auch alle einmal angucken. Ich zeige euch das mal eben. Und zwar geht ihr da ins Internet, geht hier auf foundryvirtualtabletop.com. Ja, das ist ein bisschen lang, so dürft ihr es nicht eingeben. foundryvtt.com. Das werde ich auch nochmal verlinken. Ist aber mit einfachsten Google-Skills relativ schnell zu finden. Und dann könnt ihr hier auf die Kategorie Systems and Modules gehen. Und dann habt ihr hier auch nochmal die Auflistung all dieser Module, von denen ich gerade geredet habe. Und da könnt ihr euch das nochmal anschauen. Und wenn ihr zum Beispiel hier auf, keine Ahnung, Visual Effects geht, dann könnt ihr hier nämlich immer auf die, hier ist zum Beispiel eine, die nennt sich Art Gallery, dann könnt ihr hier auf die Projekt-URL gehen. Und dann kommt man auf die Seite dieser jeweiligen Modifikation und hier wird immer richtig schön ausführlich, also je nachdem, wer das Modul erstellt hat, wird relativ ausführlich erklärt, was das eigentlich ist. Und was das jetzt ist, das sieht aus wie, ja, da kann man wohl eine kleine Bildergalerie für seinen jeweiligen Charakter erstellen und das dann eventuell irgendwie in das Spiel implementieren. Habe ich jetzt keinen Bedarf dran, aber vielleicht. Gibt es ja Leute, whatever floats your boat, nutzt das, wie ihr wollt. Also, wer noch kein Foundry hat, kann sich hier schon mal umgucken, was man eigentlich aus Foundry alles machen kann. Foundry ist aber auch in seiner Urform schon umfangreich. So, wir wollen aber heute mal, ich fange direkt mal an, heute mit einem kuriosen Modul. Das ist ganz, ganz toll, das habe ich heute entdeckt. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jemals persönlich anwenden werde, aber ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die das anwenden werden. Und wenn nicht, ist es auch einfach spannend, mal zu gucken, was eigentlich möglich ist mit Modulen.
Und zwar, ich starte jetzt mal mit der Testwelt. Ihr seht hier die beiden anderen Welten, die ich schon mal erstellt habe. Das sind meine Runden, die ich aktuell spiele. Also eigentlich ist es eine Runde, aber wir haben irgendwann mal unsere Salzmarsch-Kampagne ein bisschen erweitert und dann war da so viel drin, dass ich einfach mal eine zweite Welt erstellt habe, um das so ein bisschen aufzusplitten. So, aber jetzt habe jetzt mal diese unfassbar kreative Testwelt erstellt, die ich hier Testwelt genannt habe. Ich starte mal die Welt. So, da ist noch nicht viel drin. Ich habe einfach mal als Hintergrund die kleine Karte von Salzmarsch genommen, die ich mal erstellt habe. Von Salzmarsch und Umgebung. Salzmarsch habe ich hier angelegt an der See des Sternenregens. So heißt die auf Deutsch. So hieß die jedenfalls mal auf Deutsch. In D&D 3.5. Wir spielen aktuell natürlich D&D 5. So, und zwar, welche Modifikation habe ich denn für euch? Und zwar nennt sich die Modifikation, ich gehe jetzt mal kurz, ich habe jetzt nur diese eine Modifikation aktiv. Module verwalten, Moduleinstellungen, nee, ach, so ein Quatsch. Ach, so ein Unsinn hier. Und zwar nennt sich die Modifikation One-Page-Parser. Und zwar gibt es eine ganz tolle Internetseite, da könnt ihr euch mit einem Klick einen Dungeon erstellen. Und das nennt sich One-Page-Dungeon. Ich zeige euch diese Seite mal. Wir wechseln mal wieder in den Browser. Und dann seht ihr hier oben die Seite One-Page-Dungeon. Also die Seite selber werde ich nochmal verlinken. Hier so einen etwas längeren watabu.itch.io One-Page-Dungeon Link. So, die URL verlinke ich euch. Und dann könnt ihr hier mit Rechtsklick mal, machen wir einen Rechtsklick drauf und klickt auf New Dungeon und dann erstellt euch das hier so einen kleinen Papier-Dungeon. Könnt ihr einfach mal draufklicken, guckt euch das an, so sieht das dann aus. Sucht euch einen aus, bis er euch gefällt. Hier sind dann sogar noch Hinweise. Ja, das ist eine große Doppeltür. Hier seht ihr das, versperrt den Weg nach Norden und so weiter und so fort. Da sind dann kleine Hinweise in der Map drin. Und diese Map könnt ihr mit diesem Modul ganz einfach in Foundry eben portieren. Und zwar geht das folgendermaßen. Ich mache jetzt einen Rechtsklick, nachdem ich das Modul in Foundry installiert habe, und mache erstmal ein PNG. Und zwar ganz wichtig, ich habe das ja schon mal ausprobiert und das hat stundenlang gedauert, bis ich das, stundenlang vielleicht nicht, aber es hat ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, was ich falsch gemacht habe. Und zwar nicht Save as PNG, sondern Export as PNG. Und dann kann man das exportieren. Dann wählt man noch die Kästchengröße. 70 ist einfach der Standard, den nehme ich jetzt einfach mal, drücke auf OK. So, und dann speichert er mir das ab. Ich kann jetzt leider, vielleicht liegt das an meinem Browser oder so, aber ich kann jetzt nicht auswählen, wo er das speichert. Er kann einfach nur speichern. Das heißt, es kommt bei mir standardmäßig in den Ordner Downloads. Das ist ein bisschen doof, aber egal, der Ordner Downloads ist bei mir manchmal ein bisschen voll und dann finde ich das halt nicht so schön. Aber vielleicht kennt ihr das Problem ja auch. Also okay, fertig. Und jetzt noch eine Sache, und zwar, wir brauchen nicht nur die PNG, sondern wir brauchen auch noch die JSON. Das ist so ein Java-Format, glaube ich. Ehrlich gesagt habe ich da keine Ahnung von, aber JSON hat für mich immer irgendwas mit Java zu tun. Also ich klicke hier auf JSON, Export as JSON, und auch hier speichere ich eben diese Datei. Und jetzt wechsle ich noch nicht in Foundry, denn jetzt muss ich mir. Könnte ich jetzt auch, aber ich packe mir das jetzt nämlich erstmal, diese beiden Dateien, die ich habe, packe ich mir jetzt erstmal in einen Ordner, wo ich das dann in Foundry ganz schnell finden kann. Das seht ihr jetzt nicht. Ich wechsle aber schon mal hier in Foundry. Und damit ihr wieder was Schönes zu sehen habt, meine wunderschöne kleine Karte. Und ich werde mir das jetzt in einen Ordner tun, den ich OnePage nenne. So. Und zwar habe ich jetzt quasi das in einen Ordner gepackt, auf den Foundry immer zugreift. Und zwar, wenn ich jetzt auf den OnePage-Parser gehe, also OnePage-Parser Import ziehen, dann habe ich dieses kleine Fensterchen hier. Und jetzt gebe ich einen Namen für die Szene ein. Ich nenne sie mal ganz innovativ Test Dungeon. Ja. Und jetzt nehme ich
Das Hintergrundbild. Und das Hintergrundbild ist das, was wir gerade halt erstellt haben. Ich habe jetzt hier meine Nutzerdaten und da, also die Nutzerdaten und da habt ihr, habe ich mir einen Ordner erstellt, der nennt sich OnePage. Und da ist jetzt auch der Understars Swine, so hat OnePage dann schon diese Map genannt. Datei auswählen. Und jetzt brauche ich noch die JSON-File und da habe ich auch den Understar Swine. Jetzt gehe ich auf Änderung speichern. Und jetzt hat er mir diesen Dungeon hier erstellt. Den kann ich jetzt auswählen, indem ich hier oben klicke auf den Test-Dungeon. Und da ist er schon. Da ist unser kleiner Dungeon. Und jetzt haben wir was ganz Besonderes bei dieser ganzen Geschichte. Und zwar, Foundry hat ja dynamische Beleuchtung. Und ich nehme jetzt mal einen von den Startcharakteren, die man hier halt so hat. Ich nehme jetzt hier mal Krusk, den Halborg-Paladin. Setze ihn hier hin. Und dann gucken wir uns mal an, wie die Welt denn für Krusk jetzt so aussieht. Ja, tatsächlich. In dieser Map ist auch schon dynamisches Licht implementiert. Die Wände sind schon dabei. Das heißt, Krusk geht jetzt mal hier durch die Gegend. Krusk kann man steuern mit den Pfeiltasten. Aber Krusk kann noch nicht durch die Tür gehen. Denn die Tür ist verschlossen. Jetzt klicke ich hier auf die Tür. Die Tür geht auf. Krusk geht in den nächsten Raum. Und das Ganze hat, also ich habe euch das ja jetzt noch dabei erklärt, aber wenn ihr wollt, könnt ihr da halt innerhalb von 2 Minuten da so einen Dungeon machen. Mit 2 Klicks. Und das ist fantastisch. Wenn euch diese einfache Zeichenoptik reicht, dann einfacher geht es nicht. Also das ist wirklich ganz fantastisch. War ich ganz begeistert von, wollte ich euch gerne mal zeigen. Ich zeige euch nochmal diese Seite OnePage-Dungeon. Da könnt ihr nämlich den Dungeon nochmal ein bisschen anpassen. Wo waren wir denn hier? Ja, genau. Da könnt ihr zum Beispiel auch noch die Optik des Dungeons ändern. Zum Beispiel könnt ihr hier einstellen, wie die Grids aussehen sollen. Ihr könnt die ganz ausstellen. Dann zeigt euch vor und könnt ihr nur die Foundry-Grids, also das Gitter von Foundry, nur einblenden lassen. Aber ich nehme jetzt mal die, die dabei sind. Ist ja auch egal. Wollte ich ja nur mal zeigen. Da gibt ihr Varianten davon, wie ihr das anzeigen wollt. Ja, also dashed oder so. Ich mache das jetzt hier mal ein bisschen größer. Kann ich das größer machen? Ja, kann ich größer machen. Ja, nicht so groß. Ah, okay. Wap, 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 wap. Nicht so groß. So. Ja, ihr merkt, ich habe mich sehr gut vorbereitet. So, okay. Ein bisschen größer. Da seht ihr, könnt die Gitterlinien auch so darstellen lassen. Oder. Was haben wir noch? Ah, ist ein bisschen doof, wenn ich das so groß habe. Ich mache das doch wieder ein bisschen kleiner. Das ganze Menü ist nicht für diese Bildschirmgröße geeignet. Ihr seht das ja auch so ganz gut. So, dann gibt es durchgezogene Linien. Ganz aufregend. Und dann haben wir zum Beispiel noch einen anderen Style. Zum Beispiel soll das jetzt hier so Steinmauern haben. Weil das andere ist ja, was auch immer das darstellen soll, Holz oder so. Dann haben wir hier noch, das ist genau das Headring oder Holz, ja, und so weiter und so fort. Ihr könnt da jedenfalls noch mal ein bisschen was anpassen. Ihr könnt einen anderen Dungeon machen. Und ihr könnt auch die Notizen etwas anpassen. Rearrange Notes. Dann werden die woanders hingetan. So. Ja, das ist dieser One-Page-Dungeon. Schöne kleine Sache. Und vor allem ganz toll, dass ihr das halt so einfach in Foundry implementieren könnt. Das war mein allererstes kleines Video zum ersten ganz lustigen kleinen Modul. Wenn euch das jetzt hier gefallen hat, dann hinterlasst mir doch mal ein Like und erzählt euren Freunden, was für unfassbare Freude ihr damit hattet und wie viel Spaß ihr damit hattet und dass ihr jetzt unbedingt Foundry haben wollt und überzeugt eure Gruppe und guckt euch vor allem die Videos von Carsten erstmal an, denn der hat da diese sehr schönen Einsteiger-Videos gemacht. Die habe ich mir auch angeguckt, bevor ich Foundry überhaupt hatte und das war auch ein sehr guter Einstieg, denn da wusste ich schon mal ein paar Sachen. Ja, dann, wenn ihr noch Interesse habt am Podcast, dann hört euch doch mal unseren Kerkermeister-Podcast an. Und da werden wir vielleicht auch irgendwann mal über Foundry reden. Das haben wir nämlich da tatsächlich noch nicht. Aber ich finde auch, über Virtual Tabletops kann man im Podcast nicht so gut reden. Die muss man eher zeigen.
Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Kerkermeister-Video. Tschüss!